Jedes Jahr findet die feierliche Eröffnung des Wolfgangseer Advents in einem anderen der drei Adventorte am Wolfgangsee statt. In Anwesenheit von Landeshauptmann Thomas Stelzer fand diese heuer in der Pfarrkirche in St. Wolfgang statt. Drei Orte am Wolfgangsee, die mit den Schiffen der Wolfgangsee-Schifffahrt verbunden sind, und der Blick vom See auf die Märkte machen den Wolfgangsee-Advent zum einzigartigen Erlebnis. Es ist was Besonderes, der Wolfgangsee ist eine spezielle Region und dass hier zwei Bundesländer, drei Gemeinden so ein Adventereignis veranstalten, das hat was. Man sieht das ja auch, weil sich so viele dafür interessieren. Das strahlt auch weit über unser Land hinaus und das ist wichtig, nicht nur für die Gäste, die hierher kommen, sondern auch für uns. Was macht denn den Wolfgangsee Advent besonders und warum ist er so ein Besuchermagnet? Ich glaube, die Zusammenarbeit von drei Gemeinden und die Verbindung über den See, das ist der markanteste Punkt des Wolfgangsee Advents. Und auch die Tradition und das sehr Traditionelle, das große Brauchtum, das was dahinter steckt, die vielen Kunsthandwerksangebote, die was in unsere Hütten präsentiert werden, ich glaube, das macht ihn schon ein bisschen einzigartig. Also vor 4 Jahren haben wir in St. Wolfgang den Advent auf 7 Tage erweitert. Und wir legen immer noch sehr großen Wert auf ein Programm, Montag, Dienstag und Mittwoch. Und es gibt heuer neu Laternenschifffahrten am Montag, Dienstag jeweils 16 und 17 Uhr. Auf die freuen wir uns schon sehr. Das wird besinnlich, dauert so etwa 30 Minuten. Und wir haben Erzähler an Bord, eine Musik an Bord. Das wird also sehr, sehr interessant und sehr, ja, erlebnisreich, denke ich auch. Dann in Strobl gibt es einen neuen Eislaufplatz. Das Hirschgehege hat sozusagen ausgedient und es sind jetzt auch Eisläufer direkt im Adventmarkt eingeladen. Und in St. Gilgen haben wir die neu gestaltete Seepromenade, die wird einbezogen in das ganze Adventgeschehen. Also es tut sich jedes Jahr am Wolfgangsee immer wieder was Neues und Gäste, die schon seit Jahren zu uns kommen, sind immer wieder gespannt, was gibt es denn Neues beim Wolfgangsee Advent. Besonders dazugehören wird auch das Miteinander und ich glaube, das wird hier in St. Wolfgang besonders groß geschrieben, weil so eine Veranstaltung ist nur möglich zu realisieren, wenn wirklich jeder miteinander hier arbeitet. Genau so ist es. Es muss im Vorfeld schon sehr viel miteinander erstens mal geredet und organisiert werden, weil es natürlich auch ist, dass Bewohner da sind, die Unternehmer, dann drei Orte, drei verschiedene Tourismusverbände unter einem Dach und ohne miteinander zu reden, wäre das alles nicht möglich und das funktioniert bei uns hervorragend. Brauchtum, Tradition bereits seit 17 Jahren gibt es im Wolfgangsee Advent. Ist das vielleicht auch das Geheimrezept sozusagen, dass es so erfolgreich ist? Ja, der Wolfgangsee Advent ist selber eigentlich schon jetzt wieder eine Tradition geworden. Es ist sicher diese besondere Region, es sind unsere Traditionen, es ist die Zusammenarbeit von so vielen und schon auch die Magie dieser Zeit und dieses Ortes. Es ist einfach ein schönes Erlebnis. Ich hoffe, es kommen auch heuer wieder sehr viele Gäste. Bereits seit 17 Jahren gibt es den Wolfgangsee Advent. Haben Sie das damals gedacht, dass das so ein Erfolg wird, so ein Besuchermagnet? Kein Mensch. Also das hat kein Mensch gedacht, auch von den Organisatoren. Der Fritz Gandl als Chef des Marktvereines und die Christina Wolfgruber in Strobl und die Anneliese Eisler in St. Gilgen. Keiner von uns hat gedacht, dass das derartig einschlagen wird und dass das ein derartiger Erfolg wird. Und wir sind wirklich schon sehr stolz darauf und wir wissen auch, wir müssen auf eines aufpassen. Qualität, Qualität und nochmals Qualität. Es werden nur die Adventmärkte überleben, da bin ich sicher, die Advent und wirkliche Adventqualität bieten. Und das wird bei uns sehr, sehr hoch gehalten, diese Qualität. Auf das müssen wir schauen und da achten wir jedes Jahr sehr stark drauf und sind wir da stolz drauf. Der Wolfgangseer Advent ist noch bis 22. Dezember für Sie geöffnet.